Willkommen zu einer zweiten Folge von Kamera läuft, Bus fährt. Heute unterwegs mit dem VDL Futura FDD2, ein 14,15 Meter langer Doppelstockbus. Schon wieder, aber so ist es manchmal. Gelegentlich häufen sich die Fahrzeugtypen, die gleichen. Wir sind jetzt schon gestartet in Berlin, haben Dresden und Pirna passiert und befinden uns jetzt nur noch einen Katzensprung von der Festung Königstein entfernt. Und da fahren wir jetzt mal hin. Und wie üblich gibt es einige Erläuterungen während der Fahrt. Die Kamera läuft? Das rote? Ja. Gut. Heute ist Sonnabend bzw. Samstag. Halt, ich muss noch einen Wert aufschreiben. Vielleicht kannst du das gerade mal. Nein, nur die Zeit. Die Zeit 14:52. Es ist jetzt 14:52 Uhr. Weil wir befinden uns ja auf einer Testrunde. Und um die korrekte Durchschnittsgeschwindigkeit zu ermitteln, die wir gefahren sind, ist es notwendig, eben auch die Pausenzeiten später herauszurechnen. Ja, wie erwähnt, heute ist Samstag, ein Wochenendtag. Manchmal testen wir halt auch am Wochenende. Das hat was Positives, nämlich, dass die Straßen, die in die Städte hineinführen, hier gab es einen kleinen Auffahrunfall, dass die Straßen halt in die Städte leer sind, dafür aber mehr los ist in den Urlaubsgebieten. Und wie man vielleicht auf dem Frontbild sehen kann, nähern wir uns halt der Festung Königstein, Sächsische Schweiz, eines der Hauptausflugsziele hier rund um Dresden. Wir fahren die Festung immer hoch, weil mit dem Omnibus darf man das ja. Alle anderen müssen ihr Auto unten am Fuß der Festung abstellen und dann entweder laufen bzw. mit so einer kleinen Bimmelbahn nach oben fahren. Wir simulieren ja mit unserer Testfahrt einen oder auch zwei typische Einsatzszenarien. Und indem wir zur Festung fahren, heißt das, wir machen beispielsweise von Berlin einen Ausflug nach Dresden und zur Festung Königstein. Der Busparkplatz der Festung befindet sich ebenfalls erhöht, allerdings parken wir dort nicht. Wir fahren nur nach oben auf die Wendeschleife, um dann gleich wieder abwärts zu fahren. Hier geht es uns hauptsächlich darum, auch diesen Verbrauch, der ja doch auch auf diesem kurzen Stück recht erheblich sein dürfte, mit in die Testrunde aufzunehmen. So, ganz kurz nochmal zum Fahrzeug, bis wir da sind. Der FDD2 ist momentan der ganze Stolz der niederländischen Omnibushersteller von VDL. Und man kann sagen, dieser Stolz ist durchaus berechtigt, denn das Fahrzeug weist schon die ein oder andere, ja fast schon spektakulär zu nennende Neuerung auf, die man so vom Doppelstockbus gar nicht gewöhnt ist. Die Eckdaten des Fahrzeugs sind schnell erzählt. 14,15 Meter lang. Der Radstand beträgt 7,25 Meter. Das ist schon ordentlich lang. Da muss man genau wissen, wo man entlang fährt. Hier vorne kommt ein Blitzer, aber stört uns nicht, weil auf unserer Testrunde fahren wir ja stets an die STVO angepasst. Der lange Radstand also erfordert schon ein wenig Mitdenken des Fahrers, sollte aber beherrschbar bleiben.
Etwas kritischer sehe ich da schon die geringe Bodenfreiheit, die zusätzlich noch einmal reduziert wird, da das Reserverad eine kleine Mulde besitzt, die nach unten etwa so ein Stück noch unter das Komplettfahrzeug ragt. Also wenn man abbiegt und vielleicht irgendwelche Kanten überwinden muss, da heißt es dann schon genau hingucken. Sonst kann man durchaus auch mal aufsetzen. Aber ich glaube, das war auch schon beim Vorgänger des FDD2, welches ja ein Berghoff-Fahrzeug gewesen ist, auch schon der Fall. Hier wurde also quasi dieses Prinzip übernommen. Was aber komplett neu ist, ist zum Beispiel der Fahrerarbeitsplatz. Und hier extrem gut gelöst ist die Sicht für den Fahrer nach vorne und nach vorne oben. Die Spiegel sind nämlich ungefähr in einer Höhe von der Erde von 2 Metern, sage ich mal, aufgehängt, also die Unterkante der Spiegel. Das heißt, ein Kopfstoßen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Zumindest für 99,9% der Menschheit. Und obwohl die Spiegel so weit oben sind, sehe ich alles, sowohl in den Hauptspiegeln als auch in den kleinen Eckspiegeln. Rechts haben wir einen Rampenspiegel, links ist oben ein Weitwinkelspiegel. Ich persönlich würde auch links noch einen Rampenspiegel bevorzugen. Das erleichtert einfach das Rangieren in Engstellen doch ungemein, gerade wenn man zum Beispiel Steine oder ähnliches umfahren muss. So, wir befinden uns jetzt an der Einfahrt zur Festung Königstein. Ich habe die ganze Zeit schon den Retarder gezogen und musste aber dennoch, obwohl wir jetzt nicht so schnell waren, mit der Fußbremse, mit der Betriebsbremse dazu bremsen, weil auch hier, wer hätte es geglaubt, ist die Astronic verbaut, das automatisierte Schaltgetriebe und der verbaute Intada hat natürlich mit den jetzt hier ungefähr 24 Tonnen schon ordentlich zu kämpfen. So, wir fahren jetzt in den gesperrten Bereich hinein, aber man sieht frei für Omnibusse bzw. mobilitätseingeschränkte Personen mit entsprechender Berechtigung. Vor uns ist eine Gaststätte, die Neue Schenke. Früher war das eigentlich ein idealer Stopp, ein idealer Punkt, um hier Mittagspause zu machen. Leider ist das nicht mehr möglich, denn der einzige Busparkplatz dort direkt vor der Gaststätte wurde vor, ich glaube, 3-4 Jahren umgewidmet in einen Platz, wo jetzt sich irgendeine Verkaufsbude befindet. Und da wir nicht oben auf dem Busparkplatz stehen wollen, weil es würde uns zu viel Zeit kosten, hier wieder runterzulaufen und wieder hochzulaufen, haben wir leider diesen Mittagsstopp streichen müssen. Nun ja, aber die Alternative, die wir jetzt gefunden haben, folgt, ich glaube, ungefähr knapp 3 Stunden später, nämlich die Original Thüringer Rost. Bratwurstbude in Freiberg. Mittlerweile auch schon ein echter fester Bestandteil hier unseres Supertests. So, die Ampel ist immer noch rot. Es sind ja nicht allzu viele Fahrzeuge, die sich hier begegnen können. Also wie schon gesagt, die erwähnte kleine Bimmelbahn oder halt vereinzelte Kommunalfahrzeuge. So. Jetzt geht's los. Es wird auch gleich eine ordentliche Steigung zu bewältigen sein und ich will mal gucken, wie das automatisierte Schaltgetriebe damit zurechtkommt. Wie immer sind solche steilen Anfahrten, fangen erstmal sehr sacht an, um dann mitunter unvermittelt doch in das Extremum umzuschlagen. So, und los geht's. Wir sind im 7. Gang. Ich lasse auch alles auf Automatik stehen.
1700 Umdrehungen. Ich stehe voll auf dem Gas. Jetzt gehe ich etwas runter, denn es kommt eine Kurve. Wir bleiben im siebten Gang. 1700 Umdrehungen, 1800 Umdrehungen. Also Leistung ist hier ordentlich vorhanden. Jetzt muss ich auf 10 km/h abbremsen. Wir sind immer noch im siebten, jetzt geschaltet in den sechsten Gang. Jetzt merkt er, es reicht nicht. Vierter Gang, aber alles flüssig. Wohlgemerkt, das Ganze passiert flüssig. Das kenne ich auch anders. Nämlich, wenn das automatisierte Schaltgetriebe am Berg in der Steigung anfängt zu überlegen, was mache ich jetzt, dann kann es zu spät sein und dann verliert man mal richtig an Tempo. Aber wir sind jetzt im vierten Gang geblieben, sind oben auf der Wendeplatte und wollen mal sehen, ob wir rumkommen. Nein, leider nicht. Denn hier steht die Bimmelbahn. Macht aber nichts. Wir rangieren einfach mal. Auch ohne Einweiser in diesem Fall. Wir haben nämlich eine Rückfahrkamera. Jetzt. Manchmal fehlen die Worte. Rückfahrkamera. Na klar. Ja, da bemüht man sich so die ganze Zeit, nur vernünftiges Zeug zu reden. Und dann fehlen einem die Worte. So, das sollte uns schon reichen. Hierzu sei bemerkt, der Wendekreis ist hier bauraumbedingt nicht ganz so gut wie beispielsweise beim VDL Futura FHD2. Der hat ja einen sensationellen Radeinschlag von 60 Grad. Und Wim, weißt du, wie groß der Radeinschlag hier ist? Hier ist er 52 Grad. 52 Grad hier. Ja. Das heißt, hier kommen wir immer noch sehr gut um Kurven, können immer noch sehr gut rangieren. Das ist tatsächlich ein Wert, den auch die meisten Omnibusse haben. Aber dem FHD2 muss er sich in diesem Segment geschlagen geben. So, wir haben auch schon wieder gewendet und befinden uns auf der Fahrt bergab. Tempo 40, ich ziehe den Retarder. Es dauert ungefähr eine Sekunde, bis er kommt. Und wir verzögern auch Tempo 35, aber es reicht nicht. Wir werden wieder schneller. Und jetzt stehen wir an der Ampel und warten auf den Gegenverkehr. Gut, an dieser Stelle endet erstmal der erste Teil und gleich melde ich mich wieder auf der nächsten Etappe durch die Sächsische Schweiz, durch das Osterzgebirge. So, weiter geht's. Wir befinden uns jetzt tatsächlich gar nicht so weit weg von der Festung Königstein. Wir sind hier am Kreisverkehr. Geradeaus geht's nach Dresden und links nach Langhennersdorf. Da fahren wir auch hin. Bei unserer Testfahrt, ich erwähnte das schon beim letzten Film, fahren wir nämlich eher wie ein Linienbus. Der fährt ja auch nie geradeaus, nie von Punkt A nach B direkt, sondern erstmal über C, D, E, F, G, H, I, J, K. Und bei uns kommt eben immer noch L, M, N, O, P und so weiter dazu. Weil wir wollen ja möglichst viele Facetten in den Test bringen. Warum ich jetzt mich schon wieder melde, ist der Umstand, dass wir uns gleich auf einem sehr schönen Streckenabschnitt befinden. Und zwar schön für alle Fahrzeugtester. Es kommt nämlich gleich ein Stück Kopfsteinpflasterstraße, welches man sehr zügig durchfahren kann. So, ich hoffe, man versteht mich immer noch. Jetzt hat die Kopfsteinpflasterstraße begonnen, ist hier aber immer noch recht gut. Gleich wird es noch etwas schlechter. Und hier gucke ich immer, wie ist denn die Verarbeitung im Innenraum? Also knarzt viel, klappert viel, bewegt sich das Interieur stark.
Hier kann man sehr gute Vergleiche anstellen. So, jetzt biegen wir hier rechts ab. Und ich weiß nicht, ob man es im Ton hören kann, aber hier geht es schon deutlich zur Sache. Vom Fahren her ist es unauffällig, allerdings höre ich doch im Bereich hinter mir doch ein wenig das Material arbeiten, um das jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber ich halte mal VDL zugute, dass es sich hierbei um den zweiten überhaupt gebauten Doppeldecker handelt. Hier ist also noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Wir fahren hier mit Tempo 60. Die Federung ist recht straff für ein Omnibus. Etwas weicher, als man es vom Doppeldecker gewohnt ist. Und an zwei Stellen bemerkte ich eben, wie das Fahrzeug ganz leicht nach links bzw. rechts wanderte. Das müsste ich später nochmal auf einer zweiten Schlechtwegstrecke verifizieren. Aber grundsätzlich fahrbar. Was aber wie gesagt ganz gut zu hören war, war der doch stark arbeitende Innenausbau. Was mir aber sehr gut gefallen hat, war die Aufhängung der Spiegel. Da gab es nichts zu beanstanden. Sehr fest, quasi unverrückbar. So, rechts ist frei. Ja. Da kenne ich auch ganz andere Kandidaten, wo dann die Spiegel tatsächlich anfangen, so richtig zu verwackeln, dass man fast gar nichts mehr sieht. Hier nicht. Das ist gut gelöst. So, weiter geht's jetzt auf den sächsischen Nebenstraßen. Ich bin gespannt, wie viel Gegenverkehr wir hier haben. Das könnte insofern heute etwas kritisch sein, da ja viele, ich sage mal, Sonntagsfahrer, Wochenendfahrer, Urlauber unterwegs sind und viele von denen sind halt nicht aus der Region und wissen auch nicht, dass man im Zweifelsfall lieber mal kurz rechts ranfährt, wenn ein großes Fahrzeug entgegenkommt. Und die Straßen hier sind tatsächlich nicht sehr breit. Dafür aber umso anspruchsvoller und natürlich umso schöner. Der VDL Futura FDD2 ist ja ein Fahrzeug, welches wie auch seine, ich nenne es mal kleineren Geschwister, konsequent auf Leichtbau setzt. Das heißt, um ein Beispiel zu nennen, das Dach ist in sogenannter Sandwich-Bauweise ausgeführt, ist sehr leicht, aber doch sehr stabil, weil darauf wird natürlich auch bei VDL geachtet, dass die gesamte Struktur ausreichend fest konstruiert ist. Dennoch spart man ebenso wie auch durch den Einsatz von Leichtbaumaterialien in der Zwischendecke einiges an Kilogramm ein, was wiederum eine höhere Zuladung ermöglicht. Wim, weißt du aus dem Kopf, was das Leergewicht von diesem Fahrzeug beträgt? In dieser Spezifikation? Ja, in dieser Spezifikation. Mit 71 Sitzen. Mit 71 Sitzen, genau. Die vier Tische. Ja. Und 900 Liter Diesel an Bord. Ja, also voll. Mit 18.600 Kilogramm. Also 18.600 Kilogramm für einen Doppelstockbus, das ist sehr gut. Und das ist auch für die Wettbewerber gar nicht so leicht zu reißen, diese Hürde. Ja. Wir sind jetzt ausgeladen auf ein Testgewicht von etwas über 24 Tonnen, ich glaube 24,3 Tonnen.
Und das dürfte in dieser Konfiguration auch den meisten realistischen Anwendungen entsprechen. Wir haben schon die ersten Verbräuche, die ersten Etappen erfahren. Beispielsweise war die erste Autobahnetappe von Linte bis Berlin. Da hatten wir einen Durchschnittsverbrauch von ca. 23 Litern auf 100 Kilometer. In der Stadt hatten wir einen Durchschnittsverbrauch von 46 Litern. Zum Vergleich, der Skyliner lag immer in beiden Etappen etwa 10% höher im Dieselverbrauch. Das sind aber nur bedingte Aussagen, gerade in der Stadt, weil heute am Wochenende war natürlich deutlich weniger Verkehr als an einem normalen Wochentag. Wir hatten zwar zahlreiche Ampeln, an denen wir bei Rot stehen mussten, doch so die typischen Stop-and-Go-Situationen, die fehlten. Das muss man mal auch fairerweise dazu sagen. Die zweite Autobahnetappe nach Dresden, die ja leicht bergauf führt, da habe ich jetzt den Wert nicht im Kopf. Wim, aber weißt du es noch, wo wir da ungefähr gelegen haben? Ich glaube, dass wir da 25 Liter hatten. Ungefähr 25 Liter, immer noch ein super Wert für einen Doppelstockbus. Natürlich nicht zu vergleichen mit einem Mitteldecker, der kommt da auch mal auf 17, 18 oder 19 Liter. Das gilt auch für einen modernen Hochdecker. Aber abgerechnet wird am Ende der 600 Kilometer. Und jetzt befinden wir uns ja gerade auf der sehr schweren Etappe, wie man auch sieht, für einen Doppelstockbus. Nicht gerade typisch, die aber nachher auf den letzten 110 Kilometern Autobahn vom Dreiknossen bis Linte wieder relativiert wird, sodass wir auf einen Gesamtdurchschnittsverbrauch von, ja, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, ich weiß es nicht, sagen wir mal, ja, 29 bis 32, 33 Litern kommen werden. 29 wäre natürlich super, ich weiß aber nicht, ob das zu schaffen ist. Ist von vielen Faktoren abhängig. Wir werden es sehen. Und ich werde auch zum Schluss des Filmes nochmal dann hier sagen, was wir tatsächlich verbraucht haben. Um vielleicht nochmal ganz kurz hier auf den Fahrerarbeitsplatz zu kommen. Der stammt ja, was die Armaturen angeht, das Cockpit als solches, im Wesentlichen vom FHD2. Natürlich mit dann entsprechenden Cockpit-Design-Anpassungen an den Doppelstockbus. Hier haben wir auch so eine schöne Kurve. Die möchte man schön weit nehmen, aber die geht immer noch. Auch mit einem Radstand von 7,25 Meter. Was mir sehr gut gefällt, ich weiß nicht, ob man es hier in der Kamera sieht, ist dieses Fach. Hier kann man nämlich allerhand ablegen. Handy, also Smartphone oder was weiß ich, sein kleines Portemonnaie. Und es ist trotzdem noch geschützt durch eine Klappe. Das heißt, wenn das Fenster mal unten ist, da kann man nicht einfach von außen mal schnell reingreifen, rübergreifen. Hier ist immer noch eine Klappe. Die ist jetzt nicht ganz zu, weil ich hier die Tontechnik untergebracht habe. Hier links gibt es ziemlich viele Schalter, ziemlich dicht aneinander gedrängt und nicht immer mit einer ganz logischen Beschriftung. Ein bisschen, sag ich mal, einarbeiten wäre also von Vorteil. Dafür ist aber alles andere gut zu erreichen. Also so grundsätzlich sämtliche Schalter, die erreiche ich, ohne mich jetzt groß irgendwohin, sagen wir mal, bücken zu müssen. Ne? Hier rechts habe ich noch ein Fach. Da passen auch Ordner rein, auch A4-Geschichten und so weiter. Also sehr schön. Und hier ist ein kleiner Getränkehalter. Und hier links hat sogar eine Wasserflasche, eine große, Platz. Ne? Weil an Tagen wie diesen
Wir haben eine Außentemperatur von, ich weiß gerade nicht, ich lasse ihn mir gleich mal anzeigen. Wahrscheinlich 31 Grad. Wir befinden uns ja gerade im tropischen Spätsommer August in Deutschland. Und trotz Klimaanlage ist mir schon relativ warm. Ich bin froh, dass wir in einem Doppeldecker sind mit sehr tiefem Horizont für den Fahrer, weil im normalen Reisebus, da hätten wir, glaube ich, schon deutlich mehr Sonneneinstrahlung, mehr zu schwitzen. Ja? Also, das funktioniert gut. Nicht ganz so gut gelöst ist die Position des Federspeichers, des Hebels für den Federspeicher. Also wer schmale Hände hat, so, der kommt ganz gut ran. Alle anderen, die müssen vielleicht von vorne so ein bisschen rumgreifen. Ja gut, aber ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wie man das anders lösen könnte. Grundsätzlich, es funktioniert, man kann sich ganz gut mit arrangieren. Gut. Ansonsten, das Lenkrad ist ein Multifunktionslenkrad. Wir haben hier auf der linken Seite Telefonbedienung oder auch Radiobedienung und links haben wir die ganze Einheit für den Tempomaten beispielsweise. Der VDL Futura FDD2 verfügt ja auch über den Notbremsassistenten AEBS, auch schon in der zweiten Stufe. Also auch VDL erfüllt die gesetzlichen Vorgaben vorfristig. So, mit dem Doppeldecker müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Bäumen. Na Mädel, fahr weiter, dann kommen wir auch weiter. Wunderbar. Das heißt, Sicherheit wird hier auch groß geschrieben. Zusätzlich haben wir einen Abstandsregeltempomaten an Bord. Den habe ich vorhin auch schon auf den Autobahnetappen testen können, ausprobieren können. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, ich sage mal, die Komfortregelung. Also er regelt sehr sanft, unmerklich, selbst wenn ein Fahrzeug relativ dicht einschert vor uns und dann meint, auf einmal etwas langsamer werden zu müssen. Oder wir fahren auf einen langsam fahrenden LKW auf, der deutlich langsamer fährt, merkt das System doch rechtzeitig, was los ist vor dem Bus und regelt sanft ein. Diese Lektion oder dieses Thema beherrscht VDL also mittlerweile auch sehr gut. Und auch die Regelung der Astronic, das kann ich jetzt nach mittlerweile der Hälfte der Teststrecke, 305 Kilometern, auch schon feststellen, ist gut gelungen. Da gibt es andere Wettbewerber, die tun sich da doch deutlich schwerer. Es kommen gleich noch ein paar sehr nette Situationen für ein automatisiertes Schaltgetriebe. Da kann es dann tatsächlich auch mal zeigen, wie gut ist es. Aber ich glaube, größere negative Überraschungen haben wir hier nicht zu erwarten. Der Bus, in dem wir gerade unterwegs sind, ist ja ein bisschen untypisch konfiguriert für einen Doppelstockbus, denn er hat nur 71 Fahrgastsitzplätze drin. In der Regel, wenn nicht gerade ein Luxusliner oder ein Bistroliner als Doppelstockbus benutzt wird, dienen doch Doppelstockbusse eher für die Beförderung größerer Menschengruppen und hier passen tatsächlich, wenn man es drauf anlegt, bis zu 93 Fahrgäste an Bord. 93 Fahrgäste, das heißt natürlich ordentlich Gepäck einpacken, Gepäck schleppen, einladen. Das ist ja sowieso immer die Krux beim Doppelstockbus. Wir haben hier ein Kofferraumvolumen von 9,2 Kubikmetern. Sagen wir mal, es reicht.
es gibt sicherlich Kandidaten, die haben ein größeres Kofferraumvolumen. Aber wer es versteht, vernünftig zu packen, der wird auch hiermit keine Probleme haben. Meistens. So, jetzt denke ich, sieht man auch im Bild wieder eine wunderschöne Abfahrt, eine wunderschöne Landschaft. Und wir haben mal wieder Gegenverkehr, der aber auch schon gesehen hat, dass etwas Größeres kommt. Wunderbar. Ich ziehe auch hier schon wieder den Retarder. Wir fahren Tempo 50. Noch verzögern wir jetzt auf 40. Will mal sehen, wie lange wir das Spiel treiben können. Oh, und jetzt hat die Kamera ausgeschalten. Okay. Gut, aber der hält hier. Ich halte gleich mal an und guck mal, was mit der... Ja, mega. Du kannst auf Stopp drücken. Ja. So, man glaubt es kaum. Etliche Stunden später, es ist jetzt gleich 6:30, sind wir am letzten Teil, auf der letzten Etappe des Supertests angekommen. Wir haben eben vor ungefähr 3 Kilometern die Autobahn hinter Nossen befahren, die A14, und werden jetzt das letzte Etappenstück sozusagen befahren. Gut, Motor läuft, Wahlschalter auf D, Türen sind zu und wir machen uns auf den letzten Weg. Was man jetzt nicht sieht, ich habe das Sonnenrollo einfach mal relativ weit nach unten gezogen, damit mein Gesicht nicht völlig überstrahlt wird. Normalerweise bin ich nämlich jemand, der es auf den Tod nicht ausstehen kann, wenn in einem Reisebus das Sonnenrollo benutzt wird. Ja, ich weiß, es gibt immer gute Gründe, das zu benutzen. Aber ich sage immer, ein verantwortungsvoller Fahrer hat zumindest eine Sonnenbrille dabei oder auch eine Schirmmütze. Das ist dann nämlich auch ein super Sonnenschutz. Natürlich, wenn das alles nicht vorhanden ist, dann ist einfach eine Frage der Sicherheit, dass auch die Sonnenbrille benutzt wird. Und ohne unhöflich zu wirken, aber ich setze die mir einfach auch mal auf. So, wir haben also die Fahrt durch die Sächsische Schweiz und das Osterzgebirge hinter uns gebracht. Wir hatten heute teilweise relativ dichten Ausflugsverkehr, nun gut, Wochenende. Auf der anderen Seite rund um Freiberg oder Frauenstein, wo sonst immer auf den Landstraßen viel los ist, herrschte heute gähnende Leere. Auch kein Verkehr von Lkw oder Traktoren. Das müsste sich dann auch positiv auf unseren Gesamtverbrauch auswirken. Und zum Schluss werde ich hier nochmal eine Liste einblenden. Da kann man einfach dann sehen, was wir auf dieser Runde tatsächlich an Dieselkraftstoff benötigt haben. So, jetzt also Autobahnetappe, nochmal so um die 150 Kilometer ungefähr. Und das ist für mich nochmal ein guter Moment, die ganzen Assistenzsysteme zu probieren, wie sie funktionieren. Ich habe jetzt hier am Lenkrad den Tempomaten gesetzt. In dem Fall ist es ein Abstandsregeltempomat und ich sehe hier im Display vor mir fährt ein LKW 88 km/h schnell. Das heißt für mich rechtzeitig, bevor ich in seinen Bereich bekomme, also bevor mein Radar sozusagen den Regelbereich für diesen Bus erreicht hat, ziehe ich raus, damit ich nicht ungewollt verlangsame. Der Abstandsregeltempomat ist natürlich in erster Linie entwickelt für
LKW, da macht es ja auch Sinn, weil ein LKW sollte in der Regel 80 km/h fahren. Gut, wir wissen, die Realität in Deutschland sieht anders aus, aber nichtsdestotrotz, die Geschwindigkeit der Schwerfahrzeuge ist gleich. Da macht so ein Abstandsregeltempomat Sinn, erst recht in Verbindung mit dem Notbremsassistenten. Zahlreiche Auffahrunfälle, in die LKW involviert waren in den letzten Wochen, sprechen eigentlich eine deutliche Sprache. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Notbremsassistenten, denn leider ist es doch in 99% aller Fälle menschliches Versagen, weshalb es immer wieder am Stauende zu solch katastrophal schweren Unfällen kommt. Ich kann den Abstandsregeltempomaten insoweit beeinflussen, dass ich den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug in zwei Stufen verändern kann, also entweder kürzer oder länger einstellen, nie aber unter den gesetzlichen Mindestabstand. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, heute Morgen konnte ich schon testen, dass das System sehr gut funktioniert. Das ist zum Beispiel eine klasse Sache, wenn man in einer Baustelle unterwegs ist, die vielleicht 5 oder 10 Kilometer lang ist, man hat den Abstandsregeltempomaten aktiviert, dann kann man sich quasi durch diese Baustelle ziehen lassen und muss nicht ständig die Geschwindigkeit an den Vordermann anpassen, denn das erledigt die Automatik. Gut, jetzt Wochenende ist auf der A14 sehr wenig Verkehr. Gut für uns, aber schlecht für die Demonstration der Systeme. Was der VDL Futura FDD2 noch nicht an Bord hat, ist ein topografiebasierter Tempomat. Das heißt, ein Tempomat, der erkennt, wann kommt denn die nächste Steigung oder das nächste Gefälle und entsprechend das Fahrprogramm anpassen kann. Das heißt also, entweder wenn die Steigung sehr steil ist, rechtzeitig vorher runterschalten oder wenn er erkennt, gleich bin ich auf der Kuppe, schon mal einen Gang hochschalten oder beispielsweise auch auskuppeln. Oder wenn ich leicht bergab fahre, dann geht ein solcher Tempomat auch schon mal in den Leerlauf und lässt das Fahrzeug rollen. Möglich, dass das auch demnächst bei VDL Einzug findet, aber zurzeit, habe ich mir sagen lassen, ist der Hersteller noch, sagen wir mal, am Optimieren dieser Systeme, bis sie in seine Philosophie passen. Gut, ansonsten hat dieses Fahrzeug zwar einen sehr langen Radstand, lässt sich aber dennoch, wenn man das weiß, auch um Engstellen gut manövrieren. Es gab keine Stelle auf der Teststrecke, und da gibt es einige von, die ich, sagen wir mal, nicht im ersten Zug geschafft hätte. Hat aber auch den Vorteil, dass ich natürlich jede Kurve schon kenne, ja, und weiß, wo muss man sich zum Beispiel vor einer Rechtskurve links einordnen. Ja, solche Geschichten. Fahren lässt er sich ausgezeichnet. Ich bin auch jetzt nach über vier Stunden am Steuer durch die Landstraßen ja kaum ermüdet. Also man fühlt sich wirklich gut, denn das ist immer entscheidend, wie ist der Fahrerarbeitsplatz in seiner Komplexität geschaffen? Also wie lässt es sich mit dem Fahrzeug arbeiten? Das ist die Spiegelsicht, das ist die Anordnung der Schalter, das ist auch der Sitz, der Verstellweg des Fahrers. Also alles solche Komponenten spielen mit hinein. Wie entspannt man zum Beispiel am Schluss eines Tages dann vom Fahrersitz absteigen kann. Und hier kann man wirklich VDL sagen, Hausaufgaben gut gemacht, viel gelernt in den letzten Jahren, wirklich viel. Und in Verbindung mit dem Motor, mit dem Getriebe, spürt man kaum, dass man ein solch schweres, großes Fahrzeug bewegt.
Und so dass es für mich am Schluss eigentlich nur heißen kann, super, die nächste Fahrt im Doppeldecker kann beginnen und auch Sie oder ihr, die vielleicht demnächst mal das Vergnügen haben werdet, einen VDL Futura FDD2 zu fahren, den sei gesagt, auch wenn noch nicht alles ganz rund ist, wann ist das das schon? Wir sprechen immerhin über ein Nutzfahrzeug. Grundsätzlich ist es ein duftes Fahrzeug. Okay, das war Sascha Böhnke auf Tour im Format Kamera läuft, Bus fährt. Bis zum nächsten Mal.